Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Demetrios, The Big Cynical Adventure, ein Spiel, das ich nicht kenne. Und hey, Leute, ich bin's, Alexis. Ich bin lange nicht da gewesen. Einige von euch wissen warum, andere nicht. Halt private Gründe, die ich jetzt hier nicht nennen kann. Aber die Zeit wurde gebraucht und einige haben total lieb mir immer wieder geschrieben und gefragt, Alexis, wann nimmst du wieder auf und dies und das und jenes. Und ich denke mir die ganze Zeit, oh Mann, ich muss jetzt echt wieder zurück auf meinen Alexis-Thron kommen und wieder aufnehmen. Vielleicht nicht ganz täglich, aber auf jeden Fall ist hiermit ein Anfang getan, um überhaupt mal wieder irgendwie zu spielen, aufzunehmen und mit euch zusammen Spaß zu haben, damit ihr mich hört und überhaupt. Und damit ich das nicht ganz alleine mache, weil das halt auch für mich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl ist, so lange jetzt nicht aufgenommen zu haben, habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar von dem lieben Let's Player, darf ich ja nicht sagen. Maître Malter ist derjenige, der hier mir mithilft. Hallo Maître erstmal. Ja, hallo. Freut mich. Genau. Was heißt genau? Natürlich freust du dich, dass die mit mir mitspielen. Aber ja, Maître hat sich jetzt zu freuen auf unsere Aufnahme. Und du machst aber keine Let's Plays. Du machst eigentlich, wie nennt man das, wenn man halt eigentlich nicht kommentiert? Trockenschwimmer, ja, Gameplays. Ja. Unkommentierte Gameplays. Ja, okay. Okay, ist ja auch egal. Ich bin wieder da, darum geht's. Ja, nein, Quatsch. Er macht das ganz toll. Du gibst dir auch ganz viel Mühe. Ihr dürft gerne bei ihm reinschauen, er ist auf meiner Empfehlliste. Einige kennen ihn vielleicht auch als Zuschauer bei mir, der immer ganz fleißig lange Kommentare geschrieben hat. Und ja, ich würde sagen, ich mach mal kurz eine kurze Zusammenfassung, was wir hier jetzt eigentlich spielen. Und zwar ist das Spiel veröffentlicht worden am 31. Mai 2016, ist also noch gar nicht so alt, ist ein Adventure-Spiel, ein Einzelplayer-Spiel, ist ab 12 Jahren und Studio ist Cowcat Games und Publisher ebenso. Es ist ein Point-and-Click-Adventure und ein französisches Spiel. Und es ist halt irgendwie wohl so ein bisschen, ja, zynisch, wie es halt auch schon im Titel steht. So ein bisschen humorvoll. Mal gucken, wie witzig wir es denn dann auch wirklich alle finden. Aber man kann auf jeden Fall, haben wir schon mal in der Testaufnahme gemerkt, wählen zwischen so ein bisschen dreckigen Humor und total dreckigen Humor. Aber wie dreckig es dann wirklich wird, das wissen wir nicht. Maître, bist du noch da, Maître? Ich bin noch da. Das Spiel ist ab 12, da kann es dreckig genug werden. Okay, also wir nehmen dann, also genau, ich kann ja hier direkt loslegen. Wir haben natürlich hier schon Fortsetzen, weil wir schon mal reingeguckt haben. Wir wollen aber ein neues Spiel spielen. Und hier haben wir das, genau. Magst du Toilettenhumor? Nein, ich will gar keinen, oder? Ja, mal los. Nur ein bisschen und ja, gib mir alles, genau. Und wir wollen... Nur ein bisschen oder ja, gib mir alles. Also nicht, dass es dann so eklig lustig wird oder du willst alles? Ja. Naja, ich sagte, das Spiel ist ab 12, die werden das schon berücksichtigt haben. Deswegen können wir gleich in die Folgen gehen. Ja, ist ja auch völlig egal, wer zuschaut. Gut, machen wir das so. Wir fangen an und ich wünsche euch viel Spaß. Paris, eine heiße Julinacht. Mein Name ist Björn. Ach, du bist. Das fängt ja gut an. Björn, oh ja, Björn Sonnen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen betrunken im Moment. Wie auch immer, in dieser schicksalshaften Nacht bekam ich einen Anruf. Klick. Hallo? Björn? Ja, das bin ich, aber wer... Ich muss Sie warnen. Sie schweben in Lebensgefahr. Was zum... ich verstehe, guter Scherz. Nacht. Na, warten Sie, legen Sie... Wenn ich nur gewusst hätte, dass dieser Anruf mein Leben für immer verändern würde. Später in der Nacht. Ja, boom, scheiße, Müll, ein Geräusch? Jemand in meiner Wohnung? Ich tat das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich nahm eine Taschenlampe und ging ins Wohnzimmer. Wie gut, dass er sie immer parat hat. Es schien nichts zu sein. Aber dann... Bam!
Ich fiel auf den Boden und furzte erstmal oder so. Ist er dann da eingepennt? Ein paar Stunden später. Das Telefon klingelt mal wieder. Plötzlich wachte ich auf. Dieses Geräusch. Das Telefon. Ich eilte hin und nahm ab. Hallo? Björn, warum zur Hölle bist du noch zu Hause? Verzeiht es Maitre, dass er diese leichte Zeit verzögert. Er wirkt ein bisschen wie so ein Grenzdebiler, der erst langsam halt den Text bekommt. Er bekommt das ihn braucht hier keiner zu wissen. Das er bekommt ihn ein bisschen später. Es ist nicht, weil er nicht lesen und doof ist oder so. Tom, ich stecke in Schwierigkeiten. Sag nicht, dass du vergessen hast, dass wir heute angeln gehen wollten. Komm sofort her. Tut mir leid, ich glaube, ich kann nicht kommen. Ich muss etwas Wichtiges erledigen. So wichtig kenne, wirst du deine Meinung nicht ändern, hm? In Ordnung, dann komm heute Abend einfach zum Abendessen, dann kannst du mir mehr erzählen. Okay, ich tue mein Bestes. Okay, bis dann. Autsch, mein Kopf tut weh. Was ist passiert? Ich glaube, jemand war in meiner Wohnung. Er muss mich bewusstlos geschlagen haben. Bevor ich es der Polizei melde, sollte ich besser nachsehen, ob etwas fehlt. So, Kapitel 1. Du machst den französischen Text, den du nicht gesehen hast, weil du wieder länger gebraucht hast. Paris non amour oder so stand da, glaube ich. Das habe ich gesehen, ja. Ja. Okay, dann fang du doch mal an mit einem Objekt, das du dir aussuchen darfst aus dem Zimmer, wo wir denn hingehen wollen, uns anschauen. Mich interessiert brennend dieser Müllbeutel, der da im Wohnzimmer rumliegt. Okay, dann darfst du den Müllbeutel auch gerne anschauen. Oh ja. Was zum... Hey, so sah das gestern nicht aus. Der Einbrecher muss draufgetreten sein. Ernsthaft, was für ein Dieb fällt über Müllbeutel? Ja, das passiert. Ein rechter Schuh. Einer meiner Schuhe, meine Lieblingsschuhe für den Winter. Sie halten meine Füße warm. Ich frage mich, wo der andere ist. Was möchtest du dir angucken? Zum Fernseher. Zum Fernseher. Mhm. Ich habe die Fernbedienung verloren. Jetzt hängt er auf Cooking 24 fest. 24 Stunden lang nur Kochprogramme. Spielkonsole. Der Verkäufer hat mir gesagt, das ist eine brandneue Next-Gen-Konsole, die man haben muss. Irgendwie fühle ich mich hintergangen. Nicht nur ein DVD-Player, er liest sogar VHS-Kassetten. Wie luxuriös. Wow. Sessel. Dieser Sessel sieht schön aus, aber eigentlich ist er furchtbar. Wenn man eine Stunde drin gesessen hat, kommt man nicht mehr raus. Was jetzt? Abstellraum links. Den? Hm? Ja. Oh. Was haben wir denn hier so alles? Was darf es denn sein, Maitre? Den Vorhang. Einmal hinter den Vorhang glänzen. Ich kann den Vorhang nicht weiter aufziehen. Es ist sowieso nichts Interessantes dahinter. Ah, toll. Pampasgras. Seltsam. Ich habe gehört, dass diese Dinger in dunklen Abstellkammern wachsen, aber das hier wächst nicht. Vielleicht hätte ich es gießen sollen. Ja, wahrscheinlich. Pampasgras, ja. Regenschirme. Tüte. Ich brauche im Moment keinen Regenschirm. Die Sonne scheint. Dieser Sack ist ziemlich rätselhaft. Ich schau mal nach. Nur nachdem ich einen Blick reingeworfen habe, fände ich es besser, dieses Rätsel in Ruhe zu lassen. Hä, wieso? So, ich will mal übrigens nebenbei gucken. Wir haben hier... kein Gegenstand. Wir können also Gegenstände sammeln oder so. Und hier haben wir das Menü. Und wir müssen irgendeine komischen Kekse, glaube ich, sammeln. In jedem Raum oder drei. Oder ich weiß nicht, ob das hier jetzt schon anfängt. Wenn du einen Keks siehst, schrei. Oh, ich weiß nicht, was ich hier... Ich bin mir absolut sicher, dass da etwas Nützliches drin ist. Zum Beispiel Schlüssel oder so. Aber ich kann nichts sehen. Hier habe ich meine Geldbörse hingetan. Mal sehen. Oh, oh. Etwas stimmt nicht. Sie ist leer. Ich wurde ausgeraubt. Geld, Kreditkarte, alles weg. Naja, das sollte eigentlich keine Überraschung sein. Der Dieb muss alles gestohlen haben. Zumindest hat er mir meinen Ausweis gelassen. Was für ein Gentleman.
Personalausweis. Nachname? Björn. Vorname? Tonen. Geburtsdatum? 3.11.82. Geschlecht? Not available. Unterschrift. Okay. Auf Wiedersehen, Shoppingpläne. Zum Glück habe ich irgendwo in meiner Wohnung etwas Ersatzgeld gelagert, glaube ich. Aber wo? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Das ist ja blöd gelaufen für ihn. Ich kann Krawatten nicht ausstehen. Dieses furchtbare Gefühl, die Kehle abgeschnürt zu bekommen. Engel. Meine Cousins sind sehr religiös. Sie haben mir das geschenkt. Sie haben gesagt, das ist ein Engel der Schönheit und Reinheit. Ich benutze ihn als Vogelscheuche für Insekten. Ah, Karton mit dringlichen Dingen? Oh ja. Ich habe vor ein paar Jahren ein paar dringliche Dinge da reingetan. Total vergessen. Ja, was denn? Schneekugel, ich liebe diese kleinen Dinger. Sie erinnern mich an Weihnachten. Auch wenn ich Weihnachten nicht so sehr mag, meine Eltern haben mir nie Geschenke gemacht. Sie haben gesagt, es wäre eine kommerzielle Sache und dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Wie konnten sie mich so anlügen? Ja, ein paar tolle Bücher, die ich super günstig bekommen habe. Jedenfalls nur 1 Euro. Ja. Obere Schublade. Was haben wir denn hier so drinne? Druckpapier. Ich weiß, das sollte wohl besser neben meinem Drucker liegen, den ich nicht habe. Oh, ich hatte vergessen, dass ich das habe. Ein vibrierender Eiffelturm in Miniatur. Okay. Schau, da sind immer noch Batterien drin. Die könnten nützlich sein. Yeah. Ich lege das Ding zur Seite. Warte, ich will nochmal reingucken. Taschentücher. Das sind viele Taschentücher, aber das Tempo, in dem ich sie verbrauche, ist beeindruckend. Boah, der Witz. Brille. Oh, eine Karnevalsmaske. So cool. Wenn man die trägt, weiß keiner, wer man ist. Masken finde ich gut. Das sind Handschellen. Ich brauche sie nicht fürs Erste. Was ist das da? Achso. Schlüssel. Was macht dieser Gürtel hier? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Ich tue mal hier. Also okay, Peitsche. Bloß eine einfache Peitsche. Sehr zart, nicht allzu schmerzhaft. Er muss es ja wissen. Der gute Björn. So, untere Schublade. Sie ist ganz leer. Ich lege da nie etwas rein, vielleicht deswegen. Gut, okay. Ich weiß nicht, haben wir ja alles durch? Regenschirme, Tüte, diese komischen Engelkrams. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Und ich nehme jetzt hier diese... Oh, hier ist ein Keks. Seltsam, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Kekse gekauft habe. Ich will diesen Keks. Weil ich weiß, dass es da einer ist. Oh, na ja, ja. Einen Keks erhalten, damit wir den ersten schon mal haben. Ich frage mich, was ich damit machen könnte. Du liest vor. Kekse sind besondere Gegenstände, die überall verteilt sind. Es gibt 3 Kekse in jeder Szene. Sammle sie, um Hilfe im Spiel zu erhalten, wenn du mal nicht weiterkommst. Sehe Leiste oben. Ein Keks? Wozu? So, Steingemälde. Dieses Gemälde hat etwas. Es gibt aber mehrere Interpretationen für das Muster. Anhänger Erich von Denikens meinen, es stellt ein UFO dar, das die Erde am jüngsten Tag zerstört. Aber manch anderer sagt, die Wahrheit ist da draußen. Oh, hier lese ich gerne meine Comics. Und deswegen brauche ich eine Lampe. Konnte sie nirgendwo sonst hinstellen. Okay. Ah, oh, die Packung Chips habe ich letzten Monat verloren. Immer noch gut. Okay. Hatten wir die Heizung schon? Sie funktionierte wie eine alte Bratpfanne. Ich schwöre es. Ich habe schon mal Eier da drauf gebraten. Oh, sieht gut aus. Guck mal hier, da ist ein komisches Vieh aufgetaucht. Hast du das gesehen? Mhm. Diese Pflanze sieht aus wie ein Zombie. Vielleicht sollte ich sie öfter gießen. Oh. Wow, ich sollte jetzt wirklich aufhören, es anzufassen. Das war ja knapp irgendwie. DVD. Oh, ich habe mir diese DVD von Tom ausgeliehen. Schneewittchen und ihre 3 kleinen Schweinchen. Ich liebe Animationsfilme. Sie erinnern mich an meine Kindheit. Okay, alles klar. Guck mal, Schweine in Sex-Max-Films. Okay. Die kleine Sau, Björn.
Warum steht da nicht jugendfrei auf der Rückseite? Bestimmt ein Fehler. Ja. Er mit seiner komischen Peitschen-Handschellen-Schublade da hinten. So, was willst du als nächstes sehen hier im Raum? Den Schrank. Da würde ich gerne mal rein. Ja. Ein Staubsauger, Bügeleisen, Putzmittel. Nutzloses Zeug. Die ist ganz leer. Bis auf die 100 Kakerlaken, die da drin leben. Hier ist nur ein großes Betttuch drin. Alles in trockenen Tüchern. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Das ist die einzige Tür mit einem Schloss. Da bewahre ich hier drin etwas Geld auf. Jetzt ist die Frage, wo ist der Schlüssel? Hier oben ist noch was. Was ist das? Scheint eine Konservendose zu sein. Ich sollte versuchen, sie mir zu nehmen. So hoch. Aber nicht hoch genug. Dose halten. So gut. Cashew-Lab Wurstgeschmack. Doppelt so viel Wurst. Diese Dose enthält zwei Würstchen. Mit Wurstgeschmack. Vor mit doppelt so viel Wurst. Aber zwei sind drin. Toll. Mindestens haltbar bis Oktober 1998. Naja, da steht mindestens. Nicht ausschließlich. Das reicht mir. Okay. Ja, hatten wir den anderen Schuh schon? Maitre! Da ist er ja. Toll. Nicht, dass ich ihn tragen würde, es ist 100 Grad draußen. Aha. Fahrenheit! Natürlich. Der Humor geht ein bisschen flöten, wenn nicht so langsam gesagt wird. Uhr. Meine Uhr funktioniert wie ein Uhrwerk, oder nicht? Hier. Die sind zur Dekoration da. Sie verleihen im Raum eine Art Dschungelfeeling und, es sind bloß Spinnenbeben. Jetzt irgendwas hier noch nicht angeguckt? Ja, das Badezimmer. Ja, da müssen wir auf jeden Fall rein. Ich wollte nur den ganzen Raum einmal angeguckt haben. Da, das Gemälde hatten wir noch nicht. Dieses Gemälde ist unglaublich. Ernsthaft, das ist das schönste Gemälde, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und es gehört mir. So, jetzt gehen wir ins Badezimmer. Die kann ich empfehlen. Sehr nützlich, um die Zimmer sauber zu machen, ohne hinterher Spuren auf dem Boden zu hinterlassen. Farbeimer. Ah, ich habe ganz vergessen, dass ich diesen Eimer mit weißer Farbe habe. Der ist von damals, als ich den Raum neu gestrichen habe. Vor 2 Jahren. Lustig, wie manche Dinge unsichtbar werden, wenn man sie jeden Tag sieht. Eine Schublade? Bloß ein paar Waschlappen und ein Wegrasierer. Ah, und eine Tüte Katzenfutter. Im Badezimmer. Produkte. Haarschneidemaschine. Wer geht heutzutage noch zum Friseur? Mit diesem wundervollen Werk der Technologie kann jeder 20 Euro sparen. Es riecht komisch, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist das echtes Toilettenwasser. Etwas Wasser aus Toiletten, nachdem man reingepingelt hat. Bäh. Das würde zumindest den Namen rechtfertigen. Und den Geruch. Eine Medizin. Der Name ist cool. Med 500. Wenn ich nur wüsste, wofür das steht. Ein Deodorant? Das ist mein Deodorant. Erfrischen Sie sich mit diesem Kokosnuss-Deodorant, kommen die Tropen zu Ihnen und zerstören den Schmutz. Rouge. Mein Rouge. Nein, das war ein Versprecher. Ach ja, der Björn. Arzneischrank. Schere. Man weiß nie, wann man eine gute Schere gebrauchen kann. Schere erhalten. Ich hoffe, sie macht keine Löcher in meine Hose. Yep, das ist ein Taschentuch. Das steht da. Und absolut keine Unterwäsche. Tüte. Die sah interessant aus, aber das war's auch schon. Nichts drin und ich brauche keine Damentasche. Ich glaube, das war's dann hier mit dem Schrank da oben. Regal. Meine Zahnbürste, Zahnpasta und etwas Erdnussbutter. Okay. Bei den Zahnputzsachen. Er lebt schon ein bisschen komisch, der gute Björn. Bloß ein gewöhnlicher Spiegel. Was habe ich erwartet, dass dort ein außerirdisches Gesicht rauskommt, so wie vorhin?
In jedes Bad gehört eine Haarbürste. Meine, wer hat keine? Männer mit chaotischer Frisur natürlich. Eine klitzekleine, winzige Miniseife in Form eines Hauses. Waschbecken? Ich hab Glück, das Waschbecken ist nie verstopft. Es hilft wohl, da rein zu urinieren. Das ist eklig. Regal, eine Seife, zwei Seifen. Toll, es war also doch keine Zeitverschwendung, im Kindergarten zählen zu lernen. Steckdose? Ich habe gehört, dass die Steckdosen im Bad einen zusätzlichen Schutz haben. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich einen Finger reinstecke? Vielleicht die Schere? Es versuchen? Ja. Ja. Ja, aber ist das dann vorbei, oder? Ja, das sollten wir testen. Aber nicht, dass es dann vorbei ist. Was ein kurzes Spiel. Na gut. Kann mir nicht vorstellen. Versuchen wir es mal. Nichts passiert, wie enttäuschend. Okay, Glück gehabt. Vielleicht doch die Schere reinstecken. Ja, nee. Willst du das echt ausprobieren? Dann ist das bestimmt so. Wir Game Over. Und dann können wir bestimmt alles nochmal machen. Ja, ist das so. Du willst das echt ausprobieren? Wo ist denn hier Ich möchte das unbedingt gerne ausprobieren. Maître möchte sterben. Okay. Ich will ja, aber es passt nicht rein. Super, er will das jetzt unbedingt ausprobieren. Okay, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Zu mischen. Schild. So ist es eindeutiger, oder? Gut, gehen wir mal zur Toilette, wenn es schon so eindeutig eklig ist. Auf seinem WC. Ja, was möchtest du dir als erstes angucken? Ich gucke mir zuerst die Katze an da unten. Toilettenkatze. Oh, sie ist so süß. So süß, aber sie stinkt. Ich dachte, Katzen putzen sich. Ja, aber nicht als WC-Bürste. Wasser. Es läuft Wasser aus der Toilette. Zumindest hoffe ich, dass es Wasser ist. Oh. Toilette? Toilette benutzen? Ja. Nee, ernsthaft? Ja. Oft. Alles klar, aber ich hätte gerne etwas Privatsphäre. Man hört eklige Geräusche von ihm, die du nicht hören kannst. Mhm. Das sollte nicht... Okay. Fertig! Na also. Oh, was für eine Erleichterung. Ja, das war sehr schön. Ich möchte nochmal spülen, bitte. Gut, dann hat sich der gute Björn erleichtern dürfen. Was möchtest du als nächstes? Fahr doch mal mit der Maus mal irgendwo drüber. Ich denke an Magazine. Ich liebe es, Magazine zu lesen, während ich mein Geschäft erledige. Vorhang. Man könnte denken, dieser Vorhang verberge einige Überraschungen. In Wahrheit ist es aber dahinter genauso leer wie auf meinem Bankkonto. Das sind alle Autos, die aus meiner... Ja, es kommt hier sehr verzögert rüber. Ja. Tut mir leid. Ja. Das sind alle Autos, die ich aus meiner Kindheit noch retten konnte. Wenn ich nur damit fahren könnte, ich habe es satt zu laufen. Okay. Toilettenpapier. Wer interessiert sich denn dafür? Reinigungsmittel? Etwas Bleichmittel, ein WC-Gelreiniger und ein paar Bonbons. Poster. Das ist eine Darstellung dessen, was passiert, wenn ich Gastroenteritis habe. Ist das Durchfall oder ist das was mit dem Hals? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Gastritis? Gastro-Dingens. Gastroenteritis. Das ist doch der Fachbegriff für... Aber da wir hier auf dem Klo sind, ist das doch... Durchfall, oder? Würde ich davon ausgehen, ja. Ja, glaube ich jedenfalls. Oder irgendwas mit dem Hals oder so. Toilettenpapierhalter. Danke dem Herrn, wer auch immer das erfunden hat. Danke, danke. Nie mehr herumlaufen nach Papier zum Abwischen suchen. Oh, das liegt weit im Regal. Mülleimer. Dieser Papierkorb ist nur dazu gedacht, jeden Mist zu lagern, den ich hier lese. Sonderbares Papier. Sieht aus wie eine Rechnung. Verkäufer, Ton, Antik, Lila, Verkäufer, Henry, Verkaufsobjekt, Produktbezeichnung, Antike Statue, aha, Ursprung, gehörte zu dem Verkäufer,
Kaufpreis 20 Euro, antike Statue. Was hat er denn verkauft? Weiß man nicht. Kaufvertrag. Ja, eine antike Statue hat er verkauft. Achso, man kann hier, genau, hier. Ah. Ich habe diese Statue gekauft, da steht mein Name. Meine Adresse, es war schwer, aber ich habe sie mir eingebracht. Das ist meine Telefonnummer, ich habe sie bereits aufgeschrieben. Clément Ferrand, wer ist das? Wo ist das? Wo ist das? Vermutlich irgendein kleines Dorf auf dem Lande. Das ist der Name des Klienten, oder sollte ich sagen, Entschuldigung, des Verkäufers? Ich werde diese Nummer aufschreiben. Es gab ein Bling-Geräusch, wir haben irgendwie eine Nummer gespeichert. Ah. Vielleicht kann mir diese Person einen Hinweis über die Herkunft der Statue geben. Verkaufsobjekt. Yep, zweifellos, das ist die Vogelstatue. Okay, gut. Dann haben wir das abgespeichert, was wichtig war. Wahrscheinlich die Nummer. Ist sie jetzt hier irgendwie DVD, Konservendose? Ach, die haben wir auch mitgenommen, die DVD. Na gut. Wo hat er sie denn jetzt aber hingespeichert, die Nummer? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht kriegt man die automatisch. Handtuch? Ein Handtuch in meinem Bad, ja. Wenn man vielleicht zum Telefon kommt oder so. Haben wir hier überhaupt ein Telefon? Lagerraum? Badezimmer? Vielleicht im Schlafzimmer? Vielleicht ist da noch ein Telefon? Wir gehen mal ins Schlafzimmer. Waren wir auch noch gar nicht. Oh. Ja. Tüten. Ich habe allen möglichen Krimskrams in diesen Netzen gesammelt. Ich wollte sie nicht wegwerfen, aber gleichzeitig habe ich auch nicht vor, sie nochmal anzurühren. Taschenlampe. Meine Taschenlampe. Ich hatte sie in meiner Hand, als ich letzte Nacht bewusstlos geschlagen wurde. Yeah, Taschenlampe. Es gibt nur ein kleines Problem. Die Batterien sind leer. Ich brauche einen Ersatz. Die haben wir doch, die haben wir doch. Tada, sie haben dieselbe Größe. Gut. Und es wurde Licht. Ja, cool. Dann vielleicht damit nochmal irgendwie die Kammer oder woanders hin? Weiß ich nicht. Säbel. Ey, ich bin Zion, der Pirat. Ey, vor allem. Ey. Ei, ei. Ei, ei, Captain. Ey. Yo, ich bin's. Vasen. Vor kurzem habe ich Werbung gemacht, um meinen Laden zu bewerben. Ich habe das ganze Zeug hergebracht, um mein Bild davon zu machen, damit es authentisch aussieht. Ich habe diese Statue vor ein paar Monaten bekommen. Ich weiß nicht genau, was dieser Vogel darstellen soll, aber er sah cool aus. Hey, Moment mal. Mysteriöse Musik. Auf dieser Statue stand eine Tafel. Ich erinnere mich genau, weil sie runtergefallen ist, als ich die Statue letzte Woche bewegt habe. Aber ich weiß, dass ich sie zurückgestellt habe. Das war eine Tafel mit einem Blitz drauf. Sie ist weg und ich kann sie nirgendwo im Zimmer sehen. Also muss dieser Dieb sie mitgenommen haben. Aber warum? Ich erzähle der Polizei besser davon. Kopf? Das ist dein Kopf, oder? Ich könnte schwören, er sieht mich direkt an. Tafelzeichnungen. Das sind Zeichnungen von Tafeln. Da war mal eine Tafel eingraviert. War's das jetzt hier? Kopf, Vogel? Ja, okay. Was auch immer. Okay. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen Cut und im nächsten Part geht es dann weiter mit Demetrios, diesem merkwürdigen Point-and-Click-Spiel, bei dem wir sicherlich noch irgendwie, ja, wie so eine kleine Detective-Jagd oder ich weiß noch nicht so ganz, wo das Spiel sich hinentwickeln wird. Man hat auf jeden Fall eine Menge anzugucken und es ist befremdlich schön, wieder zurück zu sein, Maitre. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, aufzunehmen, auch wenn es sicherlich... Sehr viel. Ja, das ist schön. Es ist schwierig für den anderen, glaube ich, immer ein bisschen zeitverzögert, das Bild zu sehen und keinen Ton zu haben. Aber ich finde, es macht er trotzdem ganz toll. Das bin ich gewohnt, so laufe ich täglich durch die Gegend. Ohne Ton? Das passt und ohne Bild. Ohne Bild, ohne Ton. Genau. Ist ja ein sehr trockenes Leben. Es macht Spaß. Ja. Ist eine Herausforderung. Ja, schon klar. Gut. Ja, aber das hat mir Spaß gemacht, ja.
das ist schön. Ich freue mich, wenn ihr mir auch ein Feedback hinterlasst, liebe Leute, dafür, dass das der erste Part mal wieder war nach so langer Zeit. Gebt mir ein bisschen Zeit, dann bin ich wieder die alte, gewohnte Alexis und freue mich total, wenn ihr reinschaltet und werde auch bei Facebook auf jeden Fall Bescheid sagen. Und ja, Leute, bis zum nächsten Part bei Demetrius. Tschüss. Tschüss.